Ja, hallo Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Condor-Video. Jetzt schauen wir uns mal das Mayflower Knife an von Condor. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehen sie an diesem kleinen Messer einen neuen Weg, denn hier haben sie nicht ihren standardmäßigen 1075er High-Carbon-Stil, sondern hier verwenden sie einen rostträgen, rostfreien 420er High-Carbon-Stil. Nicht zu verwechseln mit diesem normalen 420er Billigstahl, sondern auf den amerikanischen Kontinenten werden gerne diese 420er HCs verarbeitet, wie zum Beispiel auch von Buckknives. Ne? Und wenn man bei diesem 420er High Carbon die Wärmebehandlung richtig gut im Griff hat, dann werden das richtig gute Klingen. Ne? Schaut euch das Buck 110 an, ein Klassiker seit, wie viel jetzt? Hat doch gerade Geburtstag gefeiert, 60 Jahre, 65 Jahre, also ein wirklich für Allzweck alltägliche Gebrauchsmesser guter Stahl, wenn man den ordentlich härtet, auch einen guten Job erledigt. Und Buck verwendet den ja auch schon recht lange und recht zuverlässig. Und Condor nutzt jetzt hier auch mal hier so einen rostträgen 420er rostfreien Stahl, ne? Und hat hier so ein, tja, wo soll man dieses Messer einordnen, dieses Mayflower Knife? Ich würde mal sagen, so als kleines Outdoor-Messer, Bushcraft-Knife, wer es nicht ganz so groß haben möchte oder vielleicht ein Camp-Knife dabei hat und dann auch einen sucht, ein Fixblade für kleinere Aufgaben oder sich einfach nicht mit Taschenmesser anfreunden kann und sagt, ich will ein kleines Fix, ist mir lieber wie ein Taschenmesser oder so, na, der sollte sich das hier vielleicht mal anschauen. Was mir aber gut gefällt, sind diese naturbelassene Mikada oder nachträglich wieder aufgerauten Mikada-Griffen. Die sind zwar nicht schön oder ästhetisch oder designtechnische Schmuckstücke, aber die haben natürlich einen guten Grip, ne? Das fühlt sich klasse an, ne? So ein Natur-Mikata rau, ne? Da sieht man diese Condor-Leute, die machen echt nur Messer nach Einsatzzweck, nach Verwendungsoptimierung und Design oder irgendwie schönen Firlefanz kommt bei denen erstmal ganz weit hinten, weil denen muss alles Nutzen und Zweck erfüllen, ne? Handlage wirklich klasse, aber hier ist natürlich nichts für Pranken. Ich habe Handschuhgröße 9, ich sag mal, hier geht noch eine 10 hin, dann ist aber Ende Gelände, dann wird es halt ein 3-Finger-Fixblade, ne? Aber hier gerade noch 4 Finger. Schön, ein bisschen Fishtail-Körper, ne? Gefällt mir eigentlich immer gut, vor allem wenn es in alle Richtungen geht, hier oben wäre auch noch gut gewesen, dann hat es so richtig so ein, in alle Richtungen Fishtail, füllt eben eine Hand sehr gut aus und man kann mit viel Oberfläche Druck auf das Messer ausbringen und liegt einem dann eben sicher in der Hand. Hier oben haben wir noch ein bisschen Chipping, das sogar richtig gut beißt. Wieso hier mittendrin aufgehört wurde, weiß ich nicht. Hätten wir jetzt durchziehen können hier, ne? Hier auch nochmal 3 Rillen reinfräsen. Was das sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht, dass es nicht zu scharf wird. Ein bisschen größere Fläche zwischendrin. Wir haben hier einen absolut scharfen Klingenrücken, das heißt, das Ding kann man auch hier vorne noch hervorragend nehmen zum Anreißen von einem Feuerstahl. Wir haben einen Flachschliff, der von oben bis runter geht und eine sekundäre Schneidphase und natürlich, wie immer, kommen die Condor-Messer mit einer guten Gebrauchsschärfe daher. Vor draußen muss es auch nicht razor-sharp sein, wenn du damit erst mal im Holz arbeitest und du hast das Ding ausgeschliffen auf Null, ne? Oder zu feine Schneide, legt sich die gleich gern mal um und dann lieber doch so ein bisschen grober, outdoor-tauglicher. Gute Gebrauchsschärfe Schliff, der möglichst lange so bleibt. Wir haben hinten keine Schleifkerbe, nichts. Es geht hier wirklich bis zum Schluss. Gefällt mir auch gut. Die Jungs von Condor verschwenden da keine Schneide mit irgendwelchen Choils oder sonst irgend sowas, ne? Obwohl manchmal eine winzige Schleifkerbe von Vorteil wäre, aber das kann man natürlich auch wieder irgendwo immer an der Schleifkerbe hängen bleiben, ne? Nehmen wir es gerade an, wenn man sowas hier noch als kleines Universalmesser nehmen will für Small Game oder Fisch, ne? Bleibst du mit einer Kerbe natürlich immer blöd hängen. Wenn du nichts hast, ist natürlich besser. Was haben wir hier von der Klinge? Ah, maximal hier oben, ne? Wir erreichen nicht ganz die 8. Wo messen wir? Ne, messen wir mal hier unten. Also wir haben eine brauchbare Schneide von genau 75 mm. Die Klinge ist ja noch ein paar Millimeter länger, aber das bringt ja noch nichts mehr. Und wir haben eine Gesamtlänge von 17,4. Also noch schön kompakt.
Aber ein 75 mm Klinge, das reicht schon gut aus für viele Aufgaben. Wir haben hier eine ordentliche Materialstärke von genau 3,00 mm. Ne? Da hat es einer aber ganz genau genommen. Wir haben zwei schöne Messingnieten hier drin, keine Liner oder sowas drunter. Ne? Das ist ja auch nur Optik, ne? Lassen die weg. Hinten dafür noch eine schöne große Messinghülse, da könnt ihr noch einen schönen fetten Fangriemen durchmachen. Und mit dabei ist hier, wie so oft bei Condor, ordentlich gearbeitete massive, nicht bis ins letzte Detail fein ausgearbeitete Scheiden, aber da auch wieder, ne, es soll den Zweck erfüllen, es soll robust sein, langlebig, auch mit Feuchtigkeit klarkommen. Ne? Und so eine massive Lederscheide ist da halt schon, hat schon ordentliche Nehmerqualitäten. Ne? Gürtelschlaufe dran, Niete, kann man nicht durchschneiden, zack, fertig, sitzt, passt, wackelt, hat Luft, funktioniert. Messer sitzt schön tief drin. Kannst du auch so prima in den Rucksack werfen, ne, oder am Gürtel tragen. Dann ist vielleicht nicht schlecht, noch einen kleinen Fangriemen dran zu machen, dass man ein bisschen mehr Platz hat zum Greifen. Denn wenn man das Ding richtig tief reinsetzt, hast du ja nicht mehr viel Platz zum Greifen. Gerade, dass du mit dem Finger hier noch drunter kommst zum Rausziehen. Sitzt sogar richtig gut hier drin. Ne? Richtig schönes Messerchen, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Noch nicht so groß. Kleines Outdoor-Messer. Feine Arbeiten. Mittlere, ich meine, wir haben ja 3 mm Klingenstärke. Ne? Das kann ein bisschen ab, was abkönnen. Damit kannst du auch noch dein kleines Holz für den kleinen Hobo betonen. Was wiegt denn der kleine Stachel hier? Gramm und mit Scheide habt ihr 134 Gramm am Gürtel. Ne? Vielleicht interessant für jemand, der sagt hier, ach, immer dieser 1075er Kohlenstoffstahl. Ich bin doch immer wegen so feucht unterwegs. Mal was Rostfreies, warum nicht? 420er High Carbon Steel verwenden sie da, glaube ich. Da hast du nicht gleich so den Stress mit Rostflecken auf dem Messer. Oder wenn du mal deinen Fisch ausgenommen hast oder sowas. Gefällt mir richtig gut. Gerade, sage ich mal, von der Größe, untere Grenze, kleiner wie 75 mm sollten sie nicht sein, so Messer, finde ich. Hast du auch noch einen ordentlichen Griff, dann passt, finde ich, auch so ein bisschen das Verhältnis von Grifflänge zu Klingenlänge. Rostfrei, 3 mm Flachschliff. Gut, ist jetzt kein High-End-Stahl, aber ey, das ist ein Messer für draußen, für die Drecksarbeit, ne? Wenn man ein kleines Messer für alles haben willst, ne? Wenn du jetzt nicht Stahlfetischist bist, warum denn nicht? Auf jeden Fall hat es eine wirklich ordentliche Handlage, guter Griff, kommt in einer ordentlichen Scheide daher. Condor eben, ne? Das ist keine Designfirma, die bauen da unten in Südamerika Werkzeuge, kommen aus dem Machetenbereich, ne? Und da unten hast du halt Dschungel, Buschland und weiß der Geier was, da brauchst du Werkzeug. Das muss nicht schön aussehen, das muss verdammt nochmal funktionieren. Jetzt kommst du aus dem Dschungel da unten nimmer raus. Ne? Ja, das Mayflower Knife, mal was anderes. Sonst typisches 1075er Kohlenstofffirma. Ne? Hier mit einem kleinen rostfreien Messerchen für alle möglichen Aufgaben. Draußen, zu Hause oder fürs Auto. Ist auch noch was für die Damenwelt, ne? Passt in die Handtasche. Ne, für die Mädels, wenn sie rausgehen, ne? Und nicht so diese Schwerter am Gürtel haben wollen, sondern was Dezentes, Kleines. Genau, mit 75 mm Klinge kannst du schon die meisten aller Aufgaben erledigen. Bei Camping, Zelten, Outdoor, Wandern. Selbst noch für einen Jäger mit Kleintier, der Angler. Oder einfach nur so ein bisschen am Lagerfeuer schnitzen. Okay, dann sage ich schon mal danke fürs Reinzippen, bewerten, kommentieren. Und wir sehen uns noch zu weiteren schönen Condor-Videos. Also, macht's gut. Bye, bye. Ciao, euer Hilbi. Bis zum nächsten Video.